Lass uns nach Antarktis gehen. Los, du hast Zeit. Denk dran, dich warm anzuziehen. Ah, hier sind wir, inmitten von endlosen schneeweißen Ebenen und Eis. Die Temperatur sinkt an einigen Orten auf ein gesichtsgefrierendes minus 93 Grad Celsius. Es ist so kalt, dass wenn du heißes Wasser aus einer Tasse schüttest, es höchstwahrscheinlich in Form eines Eiszapfens landen wird. Aber diese Kälte ist heiß im Vergleich zur Definition von absolutem Nullpunkt. Wissenschaftler messen es auf der Kelvin-Skala, wo Null der niedrigste Punkt ist. Und deshalb gibt es nichts Kälteres als diese Temperatur. Alle Objekte bestehen aus Atomen und Molekülen. Wenn die Temperatur eines Objekts steigt, bewegen sich seine Moleküle schnell und chaotisch und erzeugen kinetische Energie. Wenn die Temperatur eines Objekts sinkt, verlangsamen sich seine Moleküle in der Bewegung und ihre Energie nimmt ab. Deshalb ist der absolute Nullpunkt der Punkt, an dem die Teilchen völlig stehen bleiben. Es gibt keine Bewegung, was bedeutet, dass es unmöglich ist, es kälter zu machen. 0 Kelvin entsprechen 405 von CF. Das ist etwa dreimal kälter als in der Antarktis. Also, stelle dir vor, Wissenschaftler hätten einen Vakuumraum geschaffen und ihn mit Gas bei absoluter Null gefüllt. Was passiert, wenn ein Mensch dort hineingeht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ausgeht. Also, lass uns hier Bob hineinschicken. Aber keine Sorge, er ist ein Crash-Test-Dummy. Zunächst ein wenig Hintergrund. Wenn ein heißer Gegenstand in Kontakt mit einem kalten kommt, tauschen seine Moleküle Energie aus. Schnell bewegende Partikel übertragen ihre Energie auf langsam bewegende und beginnen sich selbst zu verlangsamen. Daher findet ein äquivalenter Austausch statt und die Temperatur gleicht sich aus. Standardmäßig bewegen sich die Moleküle jedoch recht langsam, bis sie mit Energie aufgeladen sind. Und gleichzeitig, wenn sie ein erhitztes Objekt haben, benötigen sie mehr Energie, um es abzukühlen. Ja, es ist etwas verwirrend. Also lassen Sie uns zu dem Punkt zurückkehren, an dem der Spaß beginnt. Ja, wenn Sie auf den absoluten Nullpunkt gehen, würden Sie innerhalb von Sekunden einfrieren, weil alle Ihre Moleküle anfangen würden, sich zu verlangsamen. Aber was wird mit dem Körper passieren? Nun folgen wir den internen Abenteuern von Crash Dummy Bob. Zuerst verengen sich seine Blutgefäße an den kältesten Stellen. Der Körper verteilt Blut von gefrorenen Bereichen zu lebenswichtigen Organen wie der Leber, den Nieren, dem Herzen und dem Gehirn. Es ist wie ein Notfallmodus. Der Körper der Puppe speichert Energie und Blut für die wichtigsten Bereiche und nimmt es von weniger wichtigen Bereichen weg. Dann beginnt das Schrecklichste. Der Körper besteht aus Milliarden von Zellen. Wenn ihre Moleküle mit einer kalten Temperatur in Berührung kommen, verlangsamen sie sich und frieren ein. Erinnern Sie sich, was mit Wasser im gefrorenen Zustand passiert? Nehmen Sie die Flasche aus dem Gefrierschrank und lassen Sie sie bei Raumtemperatur auftauen. Sie werden sehen, dass das Volumen der Flüssigkeit nach einigen Stunden abnimmt. Und wenn das Wasser gefriert, nimmt es an Volumen zu. Und der menschliche Körper besteht zu mehr als der Hälfte aus Wasser. Daher werden im Inneren der Puppe die Zellen mit scharfen Eiskristallen bedeckt, die die interne Struktur der Zellen zerreißen. Die Muskeln und Blutgefäße der Puppe reißen. Ihre Haut bekommt einen dunkelblauen Farbton und ihr Blut friert in den Venen ein. Ein paar Sekunden mehr und die Puppe friert vollständig ein. Die Temperatur des absoluten Nullpunkts stoppt alle internen Prozesse. Hey, Crash Dummy Bob sagte, er wollte sich abkühlen, aber das ist lächerlich. Unterdessen sind Moleküle nicht nur in lebenden Objekten vorhanden. Partikel sind überall und der absolute Nullpunkt beeinflusst sie auch. Die Lichtstrahlen erreichen die niedrigste energetische Position. Photonen verlangsamen und sie können sich nicht mehr mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Okay, jetzt ist es Zeit, das Experiment zu beenden. Etwas läuft schief. Und die Geschichte wird fantastisch und hypothetisch. Wissenschaftler können Moleküle nicht in Bewegung setzen. Und die benachbarten beweglichen Partikel geben ihnen ihre Energie nicht ab. Aus irgendeinem Grund kann das Gas die Energie nicht aufnehmen. Seine gefrorenen Moleküle verlangsamen die anderen. Das Gas dringt durch die Wände des Vakuumraums und startet eine Kettenreaktion. Die Moleküle frieren eins nach dem anderen ein. Es ist, als würden sie ein Nickerchen machen und all die Materie um sie herum mit diesem Schlaf aufladen. Das Gasgebiet dehnt sich aus. Die Wände, Türen und Fenster des Labors sind gefroren. Wissenschaftler sind mit Eis bedeckt. Dann verlässt die Wolke das Gebäude. Es ist wie ein weißer Fleck, der immer größer und größer wird. Die Sonnenstrahlen erreichen diesen Ort, können aber nicht zu schnell hineingelangen. Die Null umhüllt Gras, Bäume, Straßen und Autos.
Wissenschaftler schlagen Alarm, sobald eine ganze Stadt in den Wolken des absoluten Nullpunkts verschwindet. Das Stoppen der Molekularbewegung erfolgt so schnell, dass Eiskristalle keine Zeit haben, die Haut und den Körper in lebenden Organismen zu schädigen. Es ist nicht einmal Einfrieren, sondern das Aufheben bestehenden Lebens. Sauerstoff- und Kohlendioxidmoleküle sind gefroren. Die Luft wird dichter. Hier friert ein Kerl bei einem Sprung ein und bleibt in der Luft hängen. Hier bleibt der gefrorene Vogel weiterhin in der Luft hängen. Die Dinge innerhalb des kalten Bereichs ähneln einem 3D-Bild. Alles fror in Bewegung ein. Es ist, als hätte jemand einen Screenshot eines Lebensabschnitts gemacht und ihn ausgedruckt. Und während sich die Wolke aus absoluter Null weiter ausbreitet, sind Wissenschaftler in Eile, das Problem zu lösen. Das Gas wächst und divergiert in alle Richtungen. Wenn es die ganze Erde verschlingt, wird es alle chemischen Prozesse auf unserem Planeten stoppen. Und ohne diese Prozesse wird unser Zuhause nur noch ein weiterer Weltraumfelsen. Ein lebloses Stück Materie, festgefahren in der Zeit. Allerdings wird die eigentliche Katastrophe nicht eintreten, wenn sie die gesamte Oberfläche des Globus erfasst, sondern wenn sie das Innere unseres Planeten erreicht. Dies kann zur Freisetzung von Energie führen, die den Planeten zerstört. Vielleicht kann der Kern dem absoluten Nullpunkt widerstehen. Auf jeden Fall werden die Menschen nicht darauf warten, dass dies geschieht. Das kalte Gas trifft auf einen Vulkan. Lavastrom erzeugt ein ohrenbetäubendes Zischen und friert ein. Schwarze Dampfwolken wölben sich in die Luft. Die kalte Wolke dringt in den Vulkan ein. Die Kollision von kalten und heißen Temperaturen setzt Energie frei. Der Vulkan bricht aus und schleudert keine Feuerbälle, sondern scharfe Eiszapfen aus gefrorener Magma. In der Zwischenzeit beginnen starke Regenfälle über den gesamten Planeten zu fallen. Wenn warme Luft mit kalter Luft kollidiert, bewegt sie sich weg, weil sie eine geringere Dichte hat. Die Flüssigkeit erscheint in der Atmosphäre und bildet Wolken. Daher durchnässt, während die riesige Wolke einen Teil des Planeten einfriert, Regenwolken den anderen. Und jetzt haben Wissenschaftler endlich eine Lösung gefunden. Sie haben ein Gas mit einer veränderten molekularen Struktur erschaffen, das eine Temperatur von 0 Kelvin stoppen kann. Also, stellen Sie sich vor, Sie erhitzen Wasser. Je stärker die Wassermoleküle ihre kinetische Energie erhöhen, desto heißer wird das Wasser. Die Moleküle bewegen sich immer schneller. Aber nicht alle Teilchen bewegen sich gleich schnell. Einige von ihnen haben mittlere und langsame Energie. Darüber hinaus ist der Niederenergiezustand der Moleküle wahrscheinlicher. Das bedeutet, dass nur wenige Partikel in heißem Wasser wirklich schnell bewegen. Diese Verteilung von schwach und stark geladenen Partikeln wird als Boltzmann-Verteilung bezeichnet. Die Verteilung ist überall, sowohl in heißen als auch in kalten Objekten. Wenn wir uns irgendein Objekt auf molekularer Ebene ansehen, werden wir feststellen, dass es weitaus mehr langsam bewegende als schnell bewegende Objekte gibt. Also, Wissenschaftler haben eine Lösung gefunden. Sie erzeugen ein Gas, das in die entgegengesetzte Richtung wirkt. In diesem Gas gibt es mehr bewegliche Moleküle als langsame. Die Wissenschaftler hoffen, dass dieses Gas die schlafenden Partikel in der absoluten Nullwolke aufwecken wird. Also kollidieren zwei Gase miteinander. Die kalte Wolke kann die umgekehrte Boltzmann-Verteilungswolke nicht einfrieren. Es gibt zu viele aktive Moleküle. Also laden Milliarden aktiver Moleküle die gefrorenen mit Energie auf. Alle Moleküle beginnen sich zu bewegen und teilen die benachbarten mit ihrer Energie. Objekte innerhalb der Gaswolke beginnen aufzuwachen. Menschen kommen langsam zu ihren Sinnen. Sobald die Moleküle in minimale Bewegung kommen, beginnen sie, Energie aus den Sonnenstrahlen aufzunehmen. Fazit hier. Keine Sorge. Die Wissenschaftler haben den absoluten Nullpunkt künstlich erzeugt und es wird niemals natürlich vorkommen. Es gibt eine solche Temperatur nirgendwo im Universum. Teilchenbewegung bleibt bestehen auch noch in den entferntesten und dunkelsten Ecken des Weltraums mit rekordniedrigen Temperaturen. Das Auftreten des absoluten Nullpunkts ist unmöglich, da es immer Moleküle geben wird, die sich bewegen und ihre Energie miteinander teilen. Übrigens wurden bei der Produktion dieses Videos keine Menschen, Tiere oder Crash-Dummy Bob verletzt. Sind die Anwälte zufrieden? Gut.